Aber es gibt halt wirklich solche Leute, die zum Beispiel Flyer verteilen und die sind super frech. Oder die, die Rosen verteilen, verkaufen, aber die sind super frech und schlagen dir einfach so eine Rose in die Hand und dann Geld. Und ich denke mir so, die, was, ich will eure Rose nicht, ich will auch keinen Flyer. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Mochi_07 und zwar heißt das ein Euro-Beruf versus... eine Million Beruf. Auf jeden Fall, ich habe nicht so viel. Ich habe ihn natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Und ich würde mich natürlich auch riesig darüber freuen, wenn auch ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben geben würdet und den Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber nun gut, kommen wir zum Video. Let's go. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt. Wie ist es, einen Job zu haben, wo man 1 Euro verdient versus 1 Million? Die Frage kann ich nicht selber beantworten, weil ich nicht 1 Million Euro verdiene. Allerdings haben wir 2 Menschen gefunden, die euch sicherlich sagen können, wie es ist, viel Geld bzw. wenig Geld zu verdienen. Viel Spaß mit der ersten Folge von... Das Leben arm versus reich. Bevor wir beginnen, stellen sich erstmal die 2 Personen vor. Ja, Digi, mein Name ist Fernando Flaconio und ich verdiene mir die Taschen voll. Was machst du denn beruflich? Ich bin Fußballer. Fußballer bei Manchester United. Hey, ich bin Alex Geigenschenkel und ich verdiene 1 Euro mit dem Job. 1 Euro. Alex, das musst du uns nicht erzählen. Der Mundgeruch verrät schon, dass du einen beschissenen Job hast. Ich wollte eigentlich bei Real Madrid spielen, aber so gut bin ich noch nicht. Und ich werde auch niemals so gut sein. Wenn ich in Spanien bei Real Madrid spielen würde, ja, dann könnt ihr dir den YouTube-Titel von diesem Dingsbums-Video ändern. Von 1-Euro-Job versus 10-Millionen-Job. Nicht nur 1 Million. Nee, nee. Spanien viel geiler. Mehr Geld. Noch mehr. Nicht nur 1 Rolex. Mehr Rolex, mehr. Alex, was machst du beruflich? Gute Frage, gute Frage. Ich bin Flyer-Verteiler. Und was machst du da so? Ich verteile Flyer. Ich weiß, dass es unfair ist, dass ein Fußballer so viel Geld verdient. Und ich weiß auch, dass ein Arzt eine viel wichtigere Rolle in unserer Gesellschaft hat. Weil der rettet Leben. Und was machen wir? Wir laufen nur einem Ball hinterher. Deshalb wünsche ich mir in der Zukunft einfach, dass Fußballer weniger Geld verdienen. Und das restliche Geld einfach dann fair verteilt wird an Ärzte, Lehrer und so weiter. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Spaß. Wer zahlt meine Rolex? Da habe ich zum Beispiel noch keine. Villa? Wer zahlt meine Miete? Wer zahlt meine... Mir ist alles scheißegal. Ey, Digga. Okay, stopp, stopp. Das ist ein wenig zu arrogant hier. So. Hey! Ihr verdient eigentlich auch mal. Mir ist es scheißegal, dass ihr wenig verdient. Hey. Es gibt gute Tage und es gibt auch schlechte Tage. Bei mir sind es überwiegend schlechte Tage. Aber man lebt. Man lebt. Interessante Sichtweise auf jeden Fall. Lasst uns einen Blick in deren Beruf reinwerfen. Flyer! Ich verteile Flyer! Kommen Sie her und ich verteile Flyer! Wie viele Leute kommen in der Regel auf dich zu? So circa... 0. Hey, kommt doch her und holt euch einen verschissenen Flyer. Es ist ein wichtiges Thema. Es geht um Baby-Elefanten, die ein Zuhause suchen. Ich erhalte einen Stapel voll Flyer und muss die dann kostenlos verteilen. Pro verteilten Flyer bekomme ich so circa 10 Cent von meinem Chef. Oh, du verdienst ja weniger als ein vergammelter Obdachloser. Was? Was ist los mit euch? Kommt doch her und holt euch einen Flyer. Es ist kostenlos. Entschuldigung. Ja? Wollen Sie einen Flyer? Nee, what the fuck, Bitch. Ich will nur wissen, ob es hier einen Dönerladen in der Nähe gibt. Ich habe schon gedacht, dass ein Wunder gerade geschehen ist und dass jemand einen Flyer von mir möchte, freiwillig. Egal. Wenn keiner zu mir kommt, dann muss ich eben zu den Leuten gehen. Ah. Stopp! Wussten Sie, dass das Stehenbleiben in meiner Nähe gut für die Gesundheit ist? Nö? Dann probieren Sie es doch mal. Die Sprüche, die klappen nicht immer gut. Deshalb versuche ich, Abwechslung reinzubekommen. Warten Sie! Sie haben was fallen gelassen. Sie haben eine kleine Packung Aufmerksamkeit für mich fallen gelassen. Ja. Oh Mann. Ja. Diese Flyer untersuchen wirklich sehr wichtige Themen. Babyelefanten suchen zum Beispiel ein Zuhause und... Okay, bei dieser alten Banane muss es funktionieren. Hey, was haben Sie da in der Hand, gnädige Frau? Was? Was haben Sie da in der Hand, war meine Frage.
Ich habe nichts in meiner Hand. Perfekt. Dann haben Sie genug Hände frei, um einen Flyer von mir anzunehmen. Ah, oh, mein Gebiss. Mir ist mein Gebiss runtergefallen. Nee. Karma. Kneikerin, lass mir das nicht gefallen. Okay, stopp. Lass uns lieber einen kurzen Blick auf Fernando Flaconio werfen. Er hat doch nicht die arme alte Frau geschlagen, auch wenn Smokey in einer Perücke ist, aber trotzdem. Fernando Flaconio, alles gut? Wieso gehen Sie so komisch? Ich hatte gestern ein Fußballmatch. Oh, gute Besserung, gute Besserung. Was für gute Besserung? Ich habe mich gestern dumm und dämlich verdient. Ich wünsche dir gute Besserung als Kameramann. Pardon, ich bin Videograf und kein Kameramann. Was auch immer du bist, Fakt ist, du bist ein Geringverdiener. Pfui. Fernando Flaconio, wie verdienen Sie Ihr Geld? Ich nehme einen Ball, schieße mit meinem Fuß und bekomme dadurch sehr viel Geld. Ja! Lena, Sie können meinen Bonus jetzt schon überweisen. Pro Tor bekomme ich so circa 10. Nee. Es ist schon unfair, dass Fußballer so viel Kohle bekommen für nur Fußballspielen. Aber es geht ja nicht nur um das Fußballspielen. Es hat was mit Werbung und Geld zu tun. Und dadurch, dass Sie zum Beispiel etwas bewerben mit Ihrem Gesicht, Sie haben viele Fans. Es hängt auch davon ab, dass wir uns das eben anschauen. Und natürlich kostet das dann viel. So ein Cristiano Ronaldo ist natürlich super bekannt. Natürlich wird es dann auch viel kosten, ihn als Person zu nehmen, weil ihn alle kennen. Nee, 15, ja. 15.000 Euro, ja. Und wie viele Tore schießen Sie da so pro Spiel? So viele wie möglich. Hey, hier! Ich stehe frei! Fernando, pass rüber! Ich will aber schießen. Nee, Fernando, komm, sei jetzt nicht gierig. Du hast schon ein Tor. Komm, pass rüber. Bedeutet das, dass ich kein zweites machen darf? Oder wie soll ich das verstehen? Digga, Bro, ich zahle auch Miete. Ich brauche unbedingt das so, um die 15.000 Euro vom Trainer abzucashen. Im Gegensatz zu dir habe ich Frau und Kinder. Die muss ich ja irgendwie ernähren. Und man kann... Fressen oder gefressen werden? Die Rolex, die kommt nicht von irgendwo. Rolli glitzer, glitzer, noch ein Tor, noch ein Tor. Ching, ching. Ja. Der Herr, wollen Sie einen Flyer? Ja, ich hätte gerne eins. Ja. Ehrlich? Ja. Oh, okay, okay. Hier. Aber es gibt halt wirklich solche Leute, die zum Beispiel Flyer verteilen und die sind super frech. Oder die, die Rosen verteilen, verkaufen, aber die sind super frech und schlagen dir einfach so eine Rose in die Hand und dann Geld. Und ich denke mir so, die, was, ich will eure Rose nicht, ich will auch keinen Flyer. Mampf, Mampf. So kurz habe ich gedacht, dass ich endlich mal Erfolg habe. Aber hey, das ist mein Job. Das ist mein vergammelter Job. Mann! La 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 la! Jackpot! Hey, Kleiner! Komm mal her! Mein Papa hat gesagt, dass ich nicht zu Fremden darf. Ich bin kein Fremder, ich kenne deinen Vater. Er heißt... Olaf! Genau, er heißt Olaf. Olaf. Ja? Yeah. Dein Vater kennt mich und ich will nichts von dir. Ich will dir nur was geben. Was denn? Einen Flyer. Hä? Was ist ein Pfeiler? Du dummer Idiot, das ist ein Flyer, nicht Pfeiler. Egal was es ist, nimm es einfach. Warum? Weil es gratis ist. Warum? Nee, stopp, stopp. Diese Warum Spiele kannst du mit einem anderen spielen. Ich habe keine Nerven mehr dafür. Warum? Ändere den Titel. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ändere den Titel. Ich mache nicht mal 1 Euro pro Tag. Nicht mal 10 Cent, nicht mal. Ich stehe in der Kälte und friere mir den Arsch ab. Und die Leute können nicht mal einen Flyer annehmen. Ist kostenlos. Ändert ihr wirklich den Titel? Schreibt einfach Obdachloser, weil sonst 1 Million. Ich habe nicht mal Geld. Nicht mal 1 Euro. Nicht mal 10 Cent. Nicht mal zu blim. Yo, man, what the fuck is your problem, man? Do you think that we dare armor? Ey, tu nicht so, komm, steh auf, ich hab dich nicht einmal berührt. Number 7? Was? Was los, Shiri? Yo, bloody hell, that's a red card. Was? Rote Karte? Bombonistik ihm! Ich hab einfach eine rote Karte kassiert. Und was bedeutet das? Kein Geld! Das sind die Regeln vom Trainer. Ich hab euch ja erzählt, dass man pro Tor 10.000 Kröten bekommt. 10.000 was? 10.000 Euro. Aber, wenn du eine rote Karte bekommst, erhältst du als Strafe kein Gehalt. Oh. Wie soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Wer tankt mein Auto? Wer bezahlt den Einkauf?
Ohne Gehalt kann ich mir auch nichts leisten. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ich bin Fußballer, ich bin schon reich. Mir ist egal, ob ich Geld bekomme. Amerika, Amerika, wir sind jetzt in unserer neuen Wohnung. Welchen Job findet ihr besser? Fußballer oder Flyerverteiler? Das war die erste Folge von Das Leben, arm oder reich? Was soll ich im nächsten Video vergleichen? Ich glaube, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.